Das ist der Zirkus des Horrors, beziehungsweise die fertige Zirkusshow. Für die nächsten anderthalb Wochen kann man die hier in Mönchengladbach sehen. Aber damit die Show so spektakulär aussieht, heißt es für die Artisten üben, üben, üben. Mike Sperlich zum Beispiel turnt an jedem Zirkusabend im sogenannten Todesrad. Ungesichert. Damit das alles hundertprozentig klappt, trainieren er und sein Cousin jeden Tag. Trotzdem haben die beiden Artisten noch immer großen Respekt vor ihrer Nummer auf dem Todesrad. Angst muss eine Rolle spielen, damit du auch den Respekt der Sache hast und nicht zu weit gehst und immer konzentriert bleibst und bei der Sache bleibst. Auch Mikes Schwester Mona ist beim Zirkus mit dabei. Für die Show schminkt sie sich jeden Abend und verwandelt sich in eine gruselige Figur. Denn schließlich sind wir ja hier beim Zirkus des Horrors. Weil wir anders sein wollen wie die anderen. Also von den traditionellen Zirkussen gibt es ja sehr, sehr viele. Und dann haben wir uns gedacht, warum das Gleiche machen, was die anderen alle machen? Schauen wir uns doch mal um, was man noch alles aus Zirkus machen kann. Und bei diesem Zirkus dreht sich eben alles um das Thema Horror. Genau wie ihr Bruder ist Mona in das Zirkusleben hineingeboren. Schon ihre Großeltern waren dabei. Ein anderes Leben, das könnte sich die Artistin auch gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich ein normales Leben, also privates Leben führen würde, außerhalb des Zirkusbereiches, wird mir dort was fehlen. Also ich glaube, ich brauche das Reisen. Es ist teilweise auch hart, aber auch, ich persönlich finde es sehr gut. Trifft man immer wieder neue Leute, neue Sachen, abwechslungsreich und ja. 50 Leute sind beim Zirkus des Horrors mit dabei. Bis auf 2 Monate im Jahr sind sie immer unterwegs. Ihr kleines Zuhause haben sie dann immer dabei. Das hier ist zum Beispiel Monas Wohnwagen. Hier wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund. Wir wohnen zu zweit hier drin, ja. Ist ziemlich eng, aber es funktioniert. Und was auch jeden Abend funktionieren muss, das ist die Show. Damit das auch gelingt, hat Mike seine ganz eigene Technik entwickelt. Manchmal hat man so Tage, wo man halt nicht so gut drauf ist oder sich nicht gut fühlt. Dann nimmt man sich vorher so 10, 15 Minuten Zeit, lässt nochmal alles sacken, konzentriert sich und dass du dann 100% bei der Sache bist und dann muss das schon funktionieren. Der Zirkus des Horrors ist noch bis zum 12. April in Mönchengladbach an der Lürripper Straße. Bis auf Karfreitag kann man dort an jedem Abend Mona, Mike und die anderen Artisten in der Manege sehen.